Herzlich willkommen zu unserer nächsten Hotelbewertung. Heute sind wir im Pic Albatros Palace Port Galib, nur 10 Minuten vom Flughafen Mars Alam entfernt. Eine Anreise vom Flughafen Hurghada ist daher nicht zu empfehlen. Der Hafen Port Galib ist ein bekanntes Ausflugsziel in Mars Alam und ist für seine Geschäfte und den schönen Bars entlang der Hafenmeile bekannt. Ob sich ein Ausflug nach Port Galib lohnt, werden wir in einem separaten Video zeigen. Das Pic Albatros Palace ist nur wenige Schritte von diesem Hafen entfernt. Es hat 300 Zimmer, zwei Hauptrestaurants, wobei besonders das wunderschöne Oliv zu erwähnen ist. Es gibt zwei Spezialitätenrestaurants, die sich das Palace mit den Schwesternhotels Oasis und Sands teilt. Genauso wie die große Salzwasserlagune. Neben den zwei Stegen gibt es auch noch die Möglichkeit, direkt vom Strand ins Meer zu gelangen, was besonders Schnorcheleinsteiger freuen sollte. Kommen wir nun zu den Bewertungen und fangen mit dem Hausriff an. Hier haben wir nicht viel erwartet und waren dann sehr positiv überrascht. Es handelt sich nur zum Teil um einen Saumriff, denn zum Ende hin beginnt die Bucht von Port Galib und das merkt man dann auch schnell. Wer es schafft, früh morgens an das Riff zu gelangen, bevor die Boote vom Hafen gestartet sind, erwartet ein wunderschönes Riff mit Drachenkopf, Steinfisch und jede Menge Schildkröten. Eine unglaubliche Vielfalt von Drückern und Kugelfischen, die wir so noch nie gesehen haben. Aber es gibt auch negative Aspekte. Der Steg wird leider erst morgens um 8 Uhr geöffnet und eine Dusche gibt es dort auch nicht. Und auch die Leitern am Steg sind viel zu kurz, was den Ausstieg erschwert. Besonders kurios ist der Einstieg vom Strand. Hier tummeln sich große Menschenmassen mit meist wenig Schnorchelerfahrung und versuchen über den nur 3 Meter großen Einstieg ins Wasser zu gelangen. Die Bilder über und unter Wasser haben uns manchmal amüsiert, manchmal aber auch genervt. Daher geben wir dem Hausriff sehr gut gemeinte 8 von 10 Punkten. Wem das Hausriff nicht reicht, der kann verschiedene Ausflüge direkt am Strand buchen. Wir würden den Ausflug zur Golden Bay empfehlen. Hier nochmal schöne Grüße an René und Irina für den tollen Tipp. Kommen wir zum Service. Er ist im ganzen Hotel wirklich hervorragend. Obwohl es sich um ein noch sehr junges Team handelt, werden hier alle Wünsche sofort erfüllt. Wenn jetzt noch etwas weniger Verkäufer am Strand ihre Dienstleistung anbieten würden, wäre es für uns perfekt, aber auch so geben wir verdiente 9 von 10 Punkten. Die Gastronomie könnte etwas abwechslungsreicher sein. Das Ambiente im Oliv-Restaurant sticht hervor und sucht seinesgleichen. Kaffeespezialitäten am Morgen sind hervorragend und grundsätzlich ist die Qualität der angebotenen Speisen sehr gut. Die Vielfalt, zum Beispiel bei den Brotsorten, konnte größer sein. Wir geben gut gemeinte 9 von 10 Punkten für die Gastronomie. Zur Unterhaltung. Hier haben wir die größten Schwächen vom Hotel feststellen können. Das Best Couple oder Best Jelly Dance ist eine nicht mehr zeitgerechte Animation, die vielleicht vor 15 Jahren noch Besucher amüsiert hat. Ruhe findet man zumindest an der Poolbar, wobei leider auch hier pausenlos Fernseher stören. Jeden Abend nach Port Galib ausweichen ist eine Möglichkeit, aber dann doch nicht so spannend. Daher gerade noch 7 Punkte für die Unterhaltung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis kann dann aber wieder glänzen. Die Leistung des Hotels bei Service und Gastro ist sehr hoch und es handelt sich um ein Familienhotel mit einer Vielfalt an Möglichkeiten für Jung und Alt. Daher sehr gute 8 von 10 Punkte für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Insgesamt geben wir dem Hotel 41 Punkte und damit 4,1 Sterne. Das Pic Albatros Palace Port Galib hat uns positiv überrascht. Es ist eine angenehme Mischung aus Schnorchelhotel und etwas mehr Komfort. Wir würden dieses Hotel besonders in der Nebensaison empfehlen, wenn nicht ganz so viele Gäste anwesend sind. Wenn ihr mehr zu unseren Hotelempfehlungen wissen wollt, abonniert doch bitte unseren Kanal und lasst uns einen Daumen oben. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und hoffen, ihr hattet Spaß bei unserem Video. Bis dann und tschüss.